Mover, Biohybrid oder Systeme für die Elektromobilität. Mit diesen Lösungen stellt sich Schaeffler den Herausforderungen der Zukunft. Im Rahmen der Agenda 4+1 setzt das Unternehmen dabei auf ein klares Szenario. Wir haben ein sogenanntes 30-40-30-Szenario entwickelt: Verbrennungsmotor, Hybride und E-Antriebe. Und für all diese Technologien entwickeln wir unsere Produkte weiter. Wir optimieren den Verbrennungsmotor, Verbrauchsreduktion, CO2-Ausstoßreduktion. Wir entwickeln Hybridlösungen, aber wir arbeiten auch sehr, sehr intensiv an der reinen E-Mobilität für Elektromotoren, Leistungselektronik und entsprechende Getriebe. Wie diese Mobilität konkret aussieht und wie sich diese fahren lässt, zeigte das Unternehmen und größter Arbeitgeber der Region auf der Bühler Leistungsschau. Ebenso wie die hervorragenden Zukunftsaussichten, die Schaeffler gerade jungen Menschen bietet. Wir bilden Industriemechaniker aus, wir bilden Werkzeugmechaniker aus, wir bilden Industriekaufleute aus, genauso wie Produktdesigner. Was aber auch einen immer stärkeren Aspekt in der Ausbildung annimmt, ist das Thema Engineering. Das heißt, wir haben duale Studiengänge, wir haben eine Kombination aus Studium und Ausbildung. Das ist das Studium Plus Programm, das ist hochinteressant. Mit Schaeffler in eine sichere Zukunft, auch dank des weltweiten Netzwerks von über 90.000 Mitarbeitern, die gemeinsam die Mobilität für morgen gestalten.